So, haben wir jetzt alles, um Hochhausen weihnachtlich zu schmücken? Ja, alles andere ist schon da. Dann lasst uns jetzt losfahren. Ich will endlich bauen. Ja, die Weihnachtszeit ist einfach toll. Okay, na los, fahren wir. Peppo, wir fahren los. Komm bald nach. Gut, die Sterne sind befestigt. Oh, wie ich Weihnachten liebe. Alles ist so schön geschmückt. Nur nicht bei Bob. Da fällt mir doch ein tolles Weihnachtsgeschenk für Bob ein. Oh, aber zuerst muss ich ihm noch beim Schmücken helfen. Dann blitzschnell zurück und das Geschenk für Bob aussuchen. Ich halte es kaum aus. Hier kommen die Fliesen. Die Geschenkpäckchen auch. Und die Laserstrahlen jetzt auch. Bob, ist der Untergrund für den Baum fertig? Jep, alles ist fertig. Wir können anfangen zu verzieren. Eigentlich fehlt hier nur noch der Tannenbaum. Aber wo ist der Tannenbaum denn? Hier kommt der Baum. Wow! Die Bürgermeisterin schaltet heute Abend die Lichter am Baum an. Also, was sagt ihr? Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein. Jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern. Was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Der Baum ist ja riesig. Der Boden sieht aus wie eine Eisfläche. Das wird dieses Jahr unglaublich toll. Hallo, Heppo. Gehört das Geschenk auch zum Weihnachtsschmuck? Nein, Sophie. Das ist für Bob. Ich kann's kaum abwarten, es ihm zu geben. Ich wünsche euch allen fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten! Hört zu, Heppo. Bob und Leo bereiten die Schneemaschinen vor. Hilfst du mir, die Lichterketten anzubringen? Aber gern. Ich muss nur noch zuerst das Geschenk abladen. Habt ihr das gehört? Es gibt Schneemaschinen. Wahnsinn! Ich glaube, hier ist Bobs Geschenk sicher, weit weg von den anderen Sachen. Am besten lassen wir die Geschenke hier. Später legen wir sie hübsch um den Weihnachtsbaum herum. Okay, Buddy. Wie kommst du voran, Leo? Du hast gesagt, ich soll den Schnee vorbereiten. Aber ich kann keinen finden. Kommt der in Säcken oder in Eispaketen? Oh nein! Was ist, wenn der schmilzt? Leo, dafür nehmen wir künstlichen Schnee. Und den machen wir in diesen Maschinen hier. Wow! Zeigst du mir das, Bob? Vielleicht, wenn du die Kisten weggeräumt hast. Die Lichterketten sehen bestimmt toll aus, Wendy. Warte, das wollen wir jetzt gleich mal testen. Oh. Hey, Wendy, ich probiere jetzt mal den Kunstschnee aus. Kannst du mir bei der Herstellung helfen? Klar, ich bin hier soweit fertig. Bob ist hier und die Lichterketten leuchten schon. Das ist der perfekte Moment, um ihm sein Weihnachtsgeschenk zu geben. Pass auf, Heppo. Du bringst ja alles durcheinander. Aber ich bin auf der Suche nach meinem... Heppo, aus dem Weg! Nein, ich... Oh, wo ist es? Oh, sowieso zu spät. Bob ist weg. Ich suche es später. Komm jetzt, Buddel, wir machen das fertig. Macht ihr jetzt den Schnee? Noch nicht. Erst muss die Flüssigkeit rein, dann können die Maschinen eingeschaltet werden. Und dann ist der Schnee fertig? Noch nicht ganz.
Die Flüssigkeit wird aufgeschäumt, damit feine weiße Bläschen entstehen, die aneinander kleben. Und das ist dann der Kunstschnee. Alles erledigt. Wollt ihr zwei runtergehen und zusehen, wie es über dem Baum schneit? Juhu! Ich glaube, ich sehe gleich Schnee. Ich denke, das heißt ja bei Leo. Der Weihnachtsschmuck ist fast fertig und ich habe Bob immer noch nicht sein Geschenk gegeben. Jetzt testen wir die Schneemaschinen. Wollt ihr dabei zusehen? Oh ja, das will ich. Auf jeden Fall. Ich komme gleich nach. Oh, Heppo, bitte. Bring nicht wieder alles durcheinander. Mach ich nicht. Ich würde Bob so gerne sein Geschenk geben, sobald es schneit. Aber wo ist es? Da. Noch ein kleines Stückchen weiter. Ups, zu weit. Oh oh. Bleib dran, Bob. Ich starte gleich die Schneemaschine. Okay, keine Panik. Einfach zurückfahren jetzt. Langsam und sachte. Geht nicht, neuer Plan. Einfach mal ordentlich ziehen. Oh, oh, nochmal. Also gut, Wendy. Lass es schneien in 3, 2... Oh, nein! Bleibt alle da, bewegt euch nicht! Oh, Bob, was soll ich tun? Fahr nach rechts, jetzt! Das hatten wir uns ein bisschen anders vorgestellt, oder? Oh, der Weihnachtsbaum! Alles ist kaputt! Ach, herrje. Was für ein Chaos. Wie ist das passiert, Heppo? Ich wollte dir nur dieses Weihnachtsgeschenk geben, aber ich habe mich dabei so ungeschickt angestellt. Jetzt habe ich allen das Weihnachtsfest verpfuscht. Das tut mir so leid, Bob. Dankeschön, Heppo. Mein eigener Weihnachtsstern. Genauso einer wie an deiner Garage. Ich hab's. Wir können doch den Baum vielleicht mit Schneeflocken schmücken. Das wäre doch wunderschön. Und die Schneeflocken machen wir aus den kaputten Eisfliesen. Und ich weiß auch schon, wo wir den aufhängen. Komm schnell, Heppo. Hochhausen bekommt einen Weihnachtsbaum, den niemand so schnell vergessen wird. Bürgermeisterin, freue ich mich sehr, die Weihnachtsbeleuchtung einzuschalten an diesem wunderschönen Weihnachtsbaum. In 3, 2, 1. Cool! Fröhliche Weihnachten euch allen! Fröhliche Weihnachten! Das war's dann. Alles ist fertig für die Weihnachtsfeiertage. Bob, dann hast du schon die Geschenke eingepackt, die Plätzchen gebacken und die Weihnachtskarten geschrieben?
Ach, Bob, so geht das jedes Jahr. Bis jetzt habt ihr das ganz toll gemacht, Bob. Die Bürgermeisterin möchte sich das heute Abend schon mal anschauen. Raventhal eröffnet nächste Woche seine Dinosaurier-Ausstellung. Da möchte sie sicher gehen, dass wir früher fertig sind. Wir werden rechtzeitig fertig, Herr Brauer. Sehr schön. Ah, ich weiß noch, wie wir diesen Weg gebaut haben. Der geht runter bis zu den Klippen. Der war doch fertig, oder? Noch nicht ganz, Buggy. Die Bürgermeisterin möchte nämlich gern, dass ihr Bauheims neuer Dino-Park entsteht. Mit lebensgroßen Modellen von Dinosauriern. Ein Dino-Park? Wir bekommen riesige Dino-Modelle, die aussehen, als wären sie lebendig. Wie viele Dinosaurier werden das sein? 5. Ein Ankylosaurus, ein Iguanodon, ein Stegosaurier und ein Pterodactylus. Das sind nur 4 Dinosaurier, Bob. Und dann ist hier noch ein besonderes Triceratops-Modell, das sich bewegen und brüllen kann. Das ist der 5. So viele Dinosaurier kommen zu uns? Das sind doch nur Dino-Modelle. Keine Angst, Buddel. Hab ich nicht. Wir brauchen Tore, Schilder und Markierungen für die Dinosaurier-Modelle entlang der Strecke. Also, auf geht's, Team. Kommt und lernt uns alle kennen. Das Team sind wir der Hits. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Oh, was war das? Ein Dinosaurier? Oh nein, ein Dinosaurier ist hinter mir her. Buddel, denkst du etwa, ich bin ein dicker, gelber Dinosaurier? Kein Grund, Gespenster zu sehen. Ich mag keine Dinosaurier. Tja, als ich noch ein kleiner Junge war, hatte ich vor denen auch ein bisschen Angst. Du hast Angst gehabt, Leo? Weißt du, wie ich die Angst verloren hab? Wie? Ich hab einfach so gebrüllt wie ein Dinosaurier. So laut, wie ich konnte. Ungefähr so. Probier's mal, Buddel. Okay. Wie war das? Das klang wild. Fühlst du dich jetzt besser? Ein bisschen. Danke, Leo. Wir brauchen noch mehr Holzspäne für den Weg hier. Könntet ihr beide welche holen? Natürlich, Bob. Wenn du heute auf einen Dinosaurier wartest, hast du Glück. Wow! Welcher Dinosaurier ist das, Bob? Das ist ein Iguanodon. Und da kommen noch einige hinterher. Das ist unser Star des Dino-Parks. Der Triceratops möchte sich vorstellen. Klasse! Danke, Schleppo. Okay, Heppo. Stell ihn dort zu den Büschen. Sehr gut. Jetzt probieren wir ihn aus. Der Triceratops muss hier stehen, damit wir ihn ans Stromkabel anschließen können. Ist das der sich bewegt, Bob? Können wir das sehen? Da bewegt sich nichts. Das Modell hat vorn eingebaute Sensoren, die nur dann reagieren, wenn jemand nah rankommt. Versuch es, Buggy. Klasse. Ich lasse euch jetzt allein, dann könnt ihr die anderen Dinos aufstellen, während ich das Eingangstor anmale, okay? Klar doch. Machen wir. Gut. Der Triceratops sieht ganz schön gefährlich aus mit seinen Hörnern. Das wäre mal eine nette Überraschung für Leo. Und was genau wollen wir machen? Er rechnet bestimmt nicht damit, dass ein beweglicher Dinosaurier auf dem Weg steht. Ein Dinosaurier. Buddel, vergiss nicht, die sind nicht echt. Hoffentlich ist das wirklich so, Leo. Leo, sieh mal, was wir gefunden haben. Hm.
Da ist ja Buggy. Huhu, was habt ihr gefunden? Der Dinosaurier lebt noch. Geh in Deckung, Bob. Weg mit dir. Nein, nein, stopp. Weg, weg mit dir. Weg. Oh, Buddel, was hast du getan? Tut mir leid, Bob. Ich hab vergessen, dass es nur ein Modell ist. Es sah so echt aus und hat so gefährlich gebrüllt. Warum stand denn der Triceratops mitten auf dem Weg? Entschuldige, Bob. Wir wollten Buddel nicht erschrecken. Das war nur eine Überraschung für Leo. Er hatte auch mal Angst vor Dinosauriern. Aber das ist schon ein paar Jährchen her, Heppo. Wir haben das beste Modell des Dinoparks verloren. Hä? Uns bleibt nicht mehr viel Zeit, bis die Bürgermeisterin kommt. Bob, sieh mal! Fahr nicht zu dicht an den Abgrund, Buggy. Der Triceratops liegt auf einem Felsen. Und er ist noch ganz. Wenn wir an ihn rankommen, könnten wir den Park doch noch rechtzeitig fertig kriegen. Aber wie bloß? Das ist ganz schön tief. Ich muss mich die Klippe runter abseilen. Das ist mutig. Okay, Buggy. Du bist mein Anker. Du musst ganz still stehen und die Bremsen anziehen. Verstanden, Bob. Heppo, du lässt den Haken runter, wenn ich es sage. Ja, Bob. Okay, Heppo, lass den Haken runter. Haken kommt. Zieh uns jetzt rauf! Juhu! Bob ist ein Dinosaurier-Cowboy. Wir haben's geschafft! Noch nicht ganz, Heppo. Wir müssen uns mächtig beeilen, um den Park fertig zu kriegen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Frau Bürgermeisterin, wir sind fast fertig für Ihren Besuch im Dino-Park. Sehr schön, Bob. Es freut mich, endlich alle sehen zu können. Und mich erst. Diese Biester aus der Kreidezeit fand ich schon als Kind sehr interessant. Ach, wie aufregend. Besonders unser Topstar Triceratops interessiert mich. Die Raventhal-Modelle bewegen sich ja nicht, wie du weißt. Oh, Sekunde. Ich habe leider was vergessen. Gedulden Sie sich noch 2 Minuten? Okay, Kumpels, wir sind fertig. Noch nicht ganz. Hä? Wieso macht er denn keine Geräusche? Durch den Sturz kann er nicht mehr brüllen. Und die Bürgermeisterin ist hier. Wir haben keine Zeit zum Reparieren. Wartet! Ich kenne hier jemanden, der echt gut brüllen kann. Und wer ist das? Verzeihung, dass ich Sie warten ließ. Kein Problem, Bob. Ich bin froh, dass der Park rechtzeitig fertig wurde. Können wir? Oh, ich bin sehr beeindruckt. Oh, das ist ja großartig. Fantastisch. Ich war der Meinung, der macht Geräusche. Oh. Ja gut, ich glaube aber kaum, dass ein Triceratops so geklungen hat, ehrlich. Das heißt Triceratops und das klang sehr echt. Ich tue gern so, als wäre ich ein Dinosaurier. Wo sind Buggy und Heppo hin? Hattet ihr Angst? Vielleicht ein kleines bisschen. Ich nicht. Ich hab, Heppo geholfen. Okay, ich geb's zu.
Buddel macht echt die gruseligsten Dinosauriergeräusche. Hab ich recht, Bob? 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 Ja, er ist nicht schlecht. Ganz und gar nicht schlecht. Echt nicht schlecht.